Hey, ich bin Sophia, die Gründerin von Actable und auf der anderen Seite leidenschaftliche Ex-Balletttänzerin. Ich habe 14 Jahre lang getanzt und eine andere Leidenschaft im Industriedesign gefunden. Design und Ästhetik, Tanz, das kann man sich gut vorstellen, dass das gut zusammenpasst. Die zwei Sachen habe ich auch verbunden in der Erfindung eines neuen Ballettschuhs. Und ja, Ballett ist sehr, sehr, sehr rückschrittlich, wenn man es so sagen möchte. Seit Hunderten von Jahren hat sich da nicht so viel getan in der Schuhindustrie. Die Schuhe werden immer noch von Hand hergestellt, sind super aufwendig, super teuer, deswegen natürlich auch. Das Royal Opera House in London zum Beispiel gibt jährlich 250.000 Pfund aus, nur für Spitzenschuhe. Und deswegen gibt es auch überall Spendenaufrufe. Und auf der anderen Seite ist das gesundheitliche Thema sehr, sehr, sehr stark in den Fokus zu stellen, weil die Füße sehen ganz schlimm aus. Blutige Füße, zerstörte Füße in jeglicher Hinsicht sind normal und verbergen sich hinter diesem rosa perfekten Geheimnis, das man auf der Bühne zu sehen bekommt. Und genau deswegen wollten wir es ändern, das haben wir getan und dazu gleich nochmal mehr.